Hallo und herzlich willkommen zurück hier mit einer weiteren Folge Green Hell im Multiplayer-Modus. Und ja, hier an unserem zweiten kleinen Lager, was wir hier aufgestellt haben, wo wir in der letzten Episode auch schon ein kleines Abenteuer mit Lebensmittelvergiftung erleben durften. Und heute soll es daran gehen, den Ayahuasca-Trank zu brauen und ja, uns auf die nächsten Abenteuer vorzubereiten. Viel Spaß damit, wie immer. Lasst gerne ein Like da, Abo für den Kanal und schaut auch gerne auf Instagram vorbei, Bumblebee on Tour. Ich freue mich, bis dahin und jetzt viel Spaß mit der Folge. So zeremonielle Kessel muss das alles noch gebaut werden, sehe ich das richtig? Ach ne, da hinten ist es. Hey, du hast ihn gesehen, genau. Da müssen wir jetzt unseren Ayahuasca-Trank herstellen. Und hier ist wieder so eine dumme Krabbe. Ja, Krabben kannst du auch mit dem Speer erledigen. Ja, das funktioniert, glaube ich, deutlich besser. Und hier ist ein Vogel, siehst du? Da kannst du Federn ernten bei dem Vogel. Okay. Nice. So, und jetzt müssen wir hier wieder Feuer bauen, oder was? Genau, jetzt müssen wir ein Feuer unter dem Ding bauen und dann müssen wir den Ayahuasca-Trank herstellen, damit wir weiterkommen hier im Game. Oder wir konzentrieren uns noch etwas auf den Basebau, weil du kannst zum Beispiel auch, warte mal, oh, jetzt habe ich mich auch verklickt. Okay. Oh, du baust schon. Ich stecke auch mal noch ein bisschen. Ich habe, glaube ich, keine mehr. Naja. Ist seine Axt wieder kaputt gegangen? Mhm. Ja, am Anfang geht die mega oft kaputt, weil deine Axt-Skills noch nicht so hoch sind. Ich brauche erstmal wieder irgendwo Stein. Damit könnte ich vielleicht aushelfen. Brauchst du? Stein wäre geil. So, ja. Dann warte hier. Müssen wir mal Loot machen. Hier ist ein Stein. Hinter dir. Okay, machen wir das gleich. Loot erforderlich. Ich baue mal unser Lager hier ein bisschen aus. Oh nein, meine Energie reicht nicht aus. Du musst schlafen. Ah, danke, halt. Doch. Ich schlaf trotzdem auch. Wir müssen wieder in den richtigen Schlafrhythmus kommen. Ja, wir müssen in den Schlafrhythmus kommen, dass wir durch die Nacht immer gut durchschlafen. Das ist wichtig, weil dann hast du denn das Problem auch schon nicht mehr, dass du hier durch die Nacht wanderst die ganze Zeit. So, ich versuche jetzt mal ein bisschen was zu bauen hier. So. Jetzt muss ich irgendwo diese Pflanze sammeln, wo ich keine Ahnung habe, wie die aussieht. Genau. Was sagt denn das in dem Tagebuch? Ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Schritt 2. Sammle die Zutaten und wirf sie hinein. Banisteropsis, Carpi oder wie? Da steht es aber dran. Hier auf der Lianen. Blätter und rote Früchte des Buschs. Genau, und Lianen. Lianen habe ich. Ja, aber nee, die andere Lianen, nicht die Lianen, die wir sonst für Seile benutzen. Okay, jetzt bauen wir als allererstes mal so ein Baum wie hier. Ich hab was. Liane habe ich keinen Platz mehr. Warum habe ich schon wieder so ein beklopptes Uhrzeitsymbol? Dann hast du wieder. Wieder Probleme. Fleisch ist fertig übrigens, Philipp. Oh ja, ich komm. Ich muss auch was essen. Meine Werte sind auch. Ah, wobei. Nice, vielen Dank für die Mahlzeit. Ich danke Ihnen. Ja, ich mach mal hier weiteres Fleisch. Baust du fleißig den Ayahuasca-Trank? Nee, ich muss erstmal hier mein Feuer wieder zum Laufen bringen.
Ja, dann bist du auf bestem Wege. Ich mach's uns hier mal ein bisschen heimelig. So, gut. Ah, da. Nee. Jetzt nehme ich das Zeug und schmeiße es da rein. Genau, das muss jetzt in diesen Topf. Das nehme ich durch das Aufheben und dann reinschmeißen, Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, um oder ehrlich was? Ah, zu das ist so sein. gut, das ist so gut. Ja. So, was war das andere für Zeug? Hat nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Okay, warum nicht? Weiß ich nicht. Ah, Doch, okay. du hast es, glaube ich, getan. Jo, jetzt geht's los. Kommt bei dir jetzt auch das Video? Jetzt geht die Reise los, oder wie? Hey, what are you Jetzt. doing here? Sag, ich sehe dich jetzt nicht, jetzt in der Sequenz wahrscheinlich. Hey, wait! Jetzt musst du dem Jungen Was? hinterher. Wenn man sich so umdreht. Okay, dem renne ich jetzt blind durch den Wald, bis ich Ja, gebissen werde. so ungefähr. Alter, ist das verschickt. Das ist spooky, ne? Aber ich glaube, das ist halt in echt auch so, ja, so in die Richtung. Was? Kommt so ein bisschen Story, glaube ich. Man will dem Auch. eigentlich gar nicht so Kid! hinterherlaufen, gell? Nee. So, bist du schon durch den Stein durch? Ja, ich bin so im Zauberwald. Ja, genau. Mit Also die diesem Story Hammer ist, bin ich ganz am das Laufen. kriegt man, das hast du jetzt ja gar nicht mitbekommen im Tutorial. Was der Anfang, das muss ich dir ja noch erzählen, merke ich gerade, was eigentlich hier, um was es hier geht, weil du hast das Tutorial ja gar nicht gespielt. So. Antworten. Hallo? Hello? Do you remember how we got here? Mia? Is that you? Das ist ein ganz schöner Trip, ne? First contact is always difficult. They're extremely weary. Wo bin ich jetzt? Jetzt sind hier I überall so don't remember Glühbirnen. anything. Auch mal zu You mir. were calling to me. I ran out Muss of the ins tent Licht. and da, wo they die have Menschen me. stehen. Ja. Civilization is Iron killing Ball. and we don't even realize it. Mia. Maybe it would have been better if I'd just died. Du musst die Mia dann Mia, berühren, um es I have no weiterzumachen. clue. Was ist trippy? When the American colonization began, the conquistadores brought their diseases here with them. Many tribes were wiped out, and the Das rest moved war even deeper into the jungle. Chief Also du Green bist mit went deiner on
mit deiner Frau, mit der Mia, zusammen in den Dschungel gegangen. So fängt das Tutorial an. Und sie ist irgendwie, und ihr beide seid Wissenschaftler, und sie hat dann versucht, alleine mit dem Volk Kontakt aufzunehmen. Und irgendwie hat sie dann plötzlich nicht mehr mit dir geredet, oder war der Kontakt unterbrochen. Und du bist irgendwie gejagt worden und geflüchtet, hast einen Schlag auf den Kopf bekommen und bist dann quasi allein im Dschungel aufgewacht. So ist der Anfang der Story, ne? Und jetzt erinnerst du dich langsam Stück für Stück, was mit ihr passiert sein könnte. Und was mit euch passiert sein könnte. Und du gehst quasi durch den Dschungel, um sie zu finden. Okay, ich hab jetzt irgendwelche Kinder hier angetippt. Du musst immer bis zu mir, ach, du bist vielleicht aber auch schon weiter. Ich bin jetzt bei, wo die Kinder das Walkie-Talkie haben. Ja, mal Mia, bitte. Jake, come in, please. I need you. Mia, wait, I'm here. So, die hat dir jetzt quasi die neue Location gesagt, wo wir hin müssen, ne? Ja. Und du kannst auf deine Karte gucken im Menü. Okay. Und da siehst du dann im Grunde diese rote Lambda 2 Location. Das ist die nächste, wo wir theoretisch hin müssen, ne? Wo sind wir? Und wir sind bei diesem Lager, bei diesem Überdachten. Okay. Im Norden ist der Stein, durch den wir gerade freigeräumt haben. Okay. Und im Süden ist ganz unten die Höhle und der Ding, wo wir gestartet sind. Und dann müssen wir jetzt einfach im Osten, über den Fluss drüber und dann rechts halten. Genau, das Problem ist, das kann ich dir jetzt schon verraten, wir kommen da nicht hin, weil dafür braucht man einen Wurfhaken. Und das ist die nächste Aufgabe, den zu finden. Und dafür müssen wir durch den Stein und dann in dieses offene Gebiet. Und wenn du jetzt mal auf deine Uhr guckst, kannst du, während du drauf guckst, kannst du nach rechts schalten. Da siehst du Uhrzeit, deinen Kompass, deine Koordinaten, wo du dich befindest. Und so kannst du navigieren. Okay. Na? Das ist quasi, wie man dann jetzt hier weitermachen würde in den nächsten Schritten. Aber, ja, das ist... Morgen weiter, oder? Genau, das ist nämlich nochmal definitiv noch einiges. Aber, du guck mal, jetzt haben wir hier, was isst du schon wieder, Schnecken? Hier haben wir jetzt hier, für jede Stockgröße habe ich jetzt hier ein Lager gebaut. Da kannst du quasi dir holen und wenn du was überschüssig hast, kannst du das da immer reinschmeißen, ne? Ja, geil. Und das gleiche kann man auch für Blätter noch bauen und für Seile und so weiter und so fort. Das heißt, das hier ist schon mal ein ganz guter Ausgangspunkt. Ja, dann schon im Lauf der Zeit, gell, weiß man schon, wie man baut. Genau. Dieses Bogenschießen, ne? Ein bisschen üben, ja. Ja, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, ne? Aber gar nicht schlecht, oder? Spiel bis jetzt. Das ist mal was anderes. Man spielt, du bist hochbeschäftigt da vorne. Was jagst du denn? Versucht Krebse zu fangen, aber nee, bin ich zu dumm dafür. Ja, Krebse musst du mit dem Speer einfach. Einfach drauf, buff, dann hast du einen. Aber ich habe überhaupt meinen Speer noch. Ne, ich hab keinen mehr. Auch am Rucksack nicht? Müsst ihr die ja, wenn ich die durchgehe. Das hängt so an der Seite hängt das. Ansonsten habe ich dir auch noch eine Steinklinge, wenn du noch ein Speer brauchst. So, Steinklinge, zack.
Soll ich da noch wahrscheinlich sowas zum Drum umwickeln? So sei, ne? Geil. Nice, hast du? Jetzt ist auch zum ersten Mal deine Gesundheit richtig voll, während ich dich beobachte. Da ist einer. Was ist da? War einer. Ich höre auch irgendwo ein Tier, ich sehe es aber nicht. Liegt voll viel Zeug noch rum hier in dem Fluss. Ja, ich habe da vorhin fleißig Bäume gefällt. Und wenn man später noch andere Orte im Dschungel findet, dann findet man auch neue Baupläne für Fischfallen und so weiter. Das haben wir jetzt ja alles noch gar nicht. Fischfallen, will so ein blödes Viehfallen. So, ich tu mal die ganzen Stöckchen wieder in unser Lager. Ah! Stacheldrochen, was machen wir mit dem? Ich sammle den einfach mal ein. Ja, genau, da kriegst du Fleisch und einen Stachel. Gut, dass du nicht reingelaufen bist, ey. Und Languste nehmen wir auch mit. So, wie, was machen wir jetzt mit der? Nicht essen. Nicht essen. Hier sind Federn, wenn du möchtest, bei mir. Ja, die kannst du grillen, die Languste. Die kannst du, wie sie ist, aufs Feuer legen. Nein, jetzt. Oh Gottes Willen, ich hab schon wieder 5000 Kilo dabei. Ey, wie langsam der dann plötzlich läuft. Ja, wenn du zu viel dabei hast, dann ist Katastrophe, das geht gar nicht. Hier sinkt ja nur einer. Oh, das ist gefährlich. Wenn einer sinkt, ist gefährlich, das sind nämlich einheimisch. Oh ja, ich sehe ihn. Ja, ich muss bloß gerade hier, ich muss erst meinen Rucksack loswerden. Okay, den jagen wir jetzt. Die muss man nämlich leider, muss man die leider töten. Die Einheimischen. Und die können dich killen. Weißt du was, bevor wir Einheimische killen, ja. Bauen wir uns eine Rüstung. Komm mal, jetzt zeige ich dir wichtige Tipps und Tricks. Also, wir fällen Bananenbäume. Zack. Ja. Hast du Knochen in deinem Inventar? Ja. Nee, wahrscheinlich. Ja? Ja. Oh, okay. Wie viele? Boah, keine, sehr viele. Okay, acht, cool, also. Acht, Baschel. Nee, mach du mal, nimm nur halt für dich. Also, du nimmst ein Bananenblatt, wenn du es vor dir liegt. Ja. Und machst auf Herstellen. Und ich weiß es leider nicht, wie viel, aber du kannst mit Knochen das kombinieren. Und mit zwei Seilen. Probier mal einfach Bananenblatt, zwei Seile und dann irgendwie so viel Knochen, wie du brauchst. Geht das? Knochenrüstung. Genau. Und die baust du. Sehr schön. Und dann guckst du auf dich drauf. Also begutachtest dich mit der Lupe. Ja. Und dann kannst du die Knochenrüstung musst du im Inventar haben. Die liegt hier bei dir. Vor deinen Füßen. Muss bloß weg, sonst kann ich sie nicht nehmen. Ach so, sorry, ja. Okay. Platz meine Rucksack durch, ey. So, mein Rucksack wieder ein bisschen durchsortieren hier. Ja, die braucht relativ viel Platz im Rucksack, leider. So, und jetzt gucke ich mich wo an. Jetzt guckst du halt, wo du die anlegen willst, am Arm am besten oder am Bein, je nachdem, was ja. du bist. Und dann kannst du die anlegen. Nimmst dir die Rüstung aus deinem Inventar. Ich weiß wirklich nicht, wie das geht. Also du guckst jetzt zum Beispiel auf deinen linken Arm, dann öffnest ja. du dein Inventar. Ach hier. Und dann nimmst du die Rüstung raus und legst sie an. Ganz intuitiv. Ah, jetzt ist okay. Gecheckt? Kapiert, ja. Und jetzt muss ich die nächste bauen, oder wie? Genau, und jetzt kannst du das gleiche nochmal machen. Du hast ja noch drei Knochen.
Und das Gleiche geht auch, wenn du einfach nur Bananenblatt und zwei Seile kombinierst oder sowas. Also die ist natürlich aber dann nicht so stark, sag ich mal, ne? Das mache ich jetzt nämlich gerade. Aber du hast Knochenrüstung, das ist sehr gut. Knochenrüstung ist gut. Warum funktioniert das nicht? Bananenblatt, Knochen, Knochen, Seil. Achso, ich brauche zwei Seile. Zwei Seile, genau, ja. Hier wären noch welche bei mir, Liane. Hab alles gut. So, ich baue mir jetzt mal Blätterrüstung an jedes Körperteil. Und da kannst du dir vorstellen, es dauert eine Weile, bis man sowas rausfindet. Das Oh, heißt, ich wir habe hier aus bräuchten jetzt, Versehen. müssen jetzt weitere Viecher killen. Genau, für mehr Knochen müssten wir jetzt mehr Tiere killen, dann könntest du überall Knochenrüstung haben. Ich sehe schon, du bist ready, um Tiere zu jagen, oder? Ja, schon. Hier unten sind meistens welche. Aber heute scheinen sie hier gerade nicht zu sein. Aber Nüsse habe ich gefunden. Haha. Und Kokosnuss. Und eine Kokosnuss, sehr gut. Es sind auch Fette drin. Oh, ich habe es gehört. Hier liegt ein Vogel, den nehme ich auch nochmal. Nee, heute keine Tiere für uns hier. Darf Naja, ich's gut. kochen im Wasser? Ja, aber die haben keine Knochen. Ah, das stimmt, die wollte ich Aber der gerade Mensch kochen. hat Knochen, komm, wir gehen, wir jagen den Einheimischen. Aber davor gehen wir noch am Feuer vorbei und holen noch unser Essen, bevor das wieder verbrennt. Das ist eh schon wieder verbrannt. Ja, aber ich glaube, Deswegen. ich hab's gerade eben erst hin, bevor wir losgegangen sind. Okay. Schauen wir mal. Ah, okay, ich sehe. Wildes Hüpfen bringt ihn an seine Grenze. Jetzt habe ich schon wieder so einen komischen so einen Wasser. Punkt Ja, bei mir ein nur bisschen eins. schmutzig, da kannst du dich wieder waschen. Wasser stimmt, das war Schmutz. Noch neun, Ja, das es ist ist besser. tatsächlich schön gekocht. Schön gekocht. Ich nehme mal eins hier. Ich esse mal die Languste. Yum, 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 yum. So, habe ich hoffentlich noch so blöde. Noch Pilze? Nein, ich habe keine Pilze mehr. Willoughby braucht Pilze. Ich habe auch keine Pilze. Hast du aus dem Wasser getrunken? Hier sind noch ganz Scheiße. viele Schalen für Ja, Wasser. habe ich vergessen. Ich hol dir Pilze. Warte, ich glaube, ich finde Oh, welche. meins ist Warte. schon verbrannt. Oh nein! Aber oh, das war noch gut, als ich gerade da war. Dann nimm dir so ein getrocknetes. Guck mal hier. Essen. Hammer, hammer. Ham, ham, ham. Zack. Ich hatte gerade noch mehr Fleisch, sehe ich gerade. Guck mal da weg, genau, dann kann ich nämlich noch ein Fleisch da dranhängen. Und ich Auch leg noch. Pilze. Ah ja, du brauchst Pilze. Geh mal an den Baum, wo du vorhin die Liane, weißt du, diese Ayahuasca-Liane, da wo du stehst, genau, Ja. sind da blaue Pilze dran. Manchmal sind hier blaue Pilze an diesen Bäumen. Nee, sind leider auch keine dran. Okay. Und töte den Schlecht. Typ jetzt. Töten wir den Typ jetzt. Das heilt dich auch nicht mehr vor Parasiten. Okay. Rote Pilze brauchst du. Hier sind zumindest Früchte schon mal. Ja, aber wenn du Parasiten hast und isst, dann bringt das immer, glaube ich, nur die Hälfte an Nährstoffen oder es geht halt alles schneller weg sozusagen. Verdammt, jetzt gibt es gerade hier nicht so Pilze. Naja gut, mit Parasiten kann man ziemlich lang leben, muss ich ehrlich sagen. Das ist nicht so das Problem.
müssen wir uns aber baldig drum kümmern. Okay, hier gibt's noch Zeug für einen Rucksack. Zeug für einen Rucksack? Wo bist du denn? Ah, da. Ich meine, so also Blätter und so Zeug. Oh, der ist auch weg, der Einheimische, ne? Der Schiss. Der hatte Schiss, der wusste, dass wir was vorhaben. Vielleicht kommt der nochmal. Ja, also wenn du so singen hörst, musst du aufpassen, weil das, die sind echt gefährlich teilweise. Hier sammeln wir Nüsse ein, hier liegen Nüsse. Wo? Hier an diesem Baum hier immer, das sind die Nussbäume. Ah, für Fette. So, also, ich würde sagen, wir gehen jetzt speichern. Ja. Und dann haben wir die Mission für heute erledigt, oder? Dann machen wir morgen einen neuen Tag. Aber macht Spaß, ist cool. Ist eigentlich ganz witzig, ne? Ja. Ich finde auch. Das ist echt ein cooles Spiel. Ich war immer gespannt, das mal Multiplayer zu spielen, weil das ist ja nochmal was ganz anderes. Eigentlich ganz witzig. Also, du hast dich gut geschlagen bis hierhin. Stolz auf dich. Das falsche Essen. Jetzt in den Klapperschlangen reinrennen. Also das wird jetzt, sobald wir in das offene Gebiet gehen, wird das nochmal ganz spannend. Ja. Ja, also da sind deutlich mehr Schlangen unterwegs, kann ich dir sagen. So, jetzt guck mal, jetzt kannst du mal das Feuer, mach mal dein gefülltes Kokosnussbeiden, kannst du da drauf schmeißen. Kannst hineinstecken. Ja, mach das mal. Nö, das will er nicht. Vielleicht, weil ich gerade drauf geguckt habe. Geht das nicht? Nee, hat schon gepasst. Hä? Achso, dann nimm's mal in die Hand, vielleicht. Geht das? Und ja, leg's einfach quasi drauf. Ja, das mache ich. Geht das dann aus? Okay, warte, ich probier's mal. Nee, ich kann es drauflegen, aber ich weiß nicht, welche Taste ich dann drücken muss. Viereck vielleicht. Ja, dann springt es aber immer wieder zurück in meinen. Okay, geh mal kurz zur Seite. Ich probier's mal. Während du am Feuer stehst, geht übrigens geistige Gesundheit nach oben. Das ist immer gut. Ah ja, genau. Also du musst es. Während du am Feuer stehst, drückst du Viereck an deinem Kokosnussding und dann musst du es auf den oberen Punkt einfach drauflegen. Ja, ganz oben aufs Feuer und dann drückst du Viereck. Ja, dann hüpft es bei mir wieder zurück in den Rucksack. Hast du noch Wasser drin? Ja. Nee, leer. Ah deswegen. Ich hab's jetzt mal ausgemacht. Okay. Aber dann kannst du es aufhören. Weil du musst es einfach draufschmeißen, dann kann man nämlich das Feuer ausmachen, dann geht das nicht mehr kaputt, weißt du? Dann kannst du es nächstes Mal wieder einfach anmachen und musst nicht wieder ein neues Feuer bauen. If you know what I mean. Cool. Na? Also, dann machen wir da mal weiter. Dann sehen wir uns nächstes Mal, würde ich sagen. Geil. Meister, vielen Dank. Ja, coole Runde. So, ich speichere auch mal noch. Good night. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald. Ciao, ciao.